The story I'm about to tell you is not a fairy tale, even if it talks of werewolves, the devil, and much worse still. It happened to me and my two brothers in that forsaken month of December 1858, near the village of Wolvesville in Lower Canada. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be. On earth as it is in heaven, give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Sangfra Tales of the Werewolves. Ein Indie-Game, das ich wirklich, als ich es entdeckt habe, sehnlichst dabei gehofft habe und ich mich auch richtig freue, dass ich es jetzt anfangen kann, endlich. Es ist jetzt vor kurzem erschienen, es ist co-written, also ein bekannter kanadischer Autor hat die Story hier mitgeschrieben. Leider fällt mir jetzt sein Name nicht ein, wie üblich. Und wir werden uns jetzt eigentlich direkt hineinwerfen ins Geschehen und uns das Spiel einfach mal anschauen und gucken, wie es ist. Wie man hier sieht, das sind die beiden Brüder, die sich die ganze Story drehen wird und ihre kleine Schwester und halt um Werwölfe. Vom Spielprinzip her ist es wohl eine Art Tower Defense, wenn ich es richtig gesehen habe oder richtig verstanden habe, nur halt mit einem anderen Setting. Und ich fand das Setting so schön gelungen, dass ich euch das einfach nicht vorenthalten möchte. Gut, so, WSAD-Steuerung. Mit linker Shift können wir laufen. Mit Space können wir Dodge Roll machen. Real Mouse, Bild nach unten. Okay. Mit Q können wir schießen. Mit linker Steuerung haben wir Rifle Mode. Use Item oder Trap ist E. Show Map ist Tab. Oder wie? Keine Ahnung. Y wird wahrscheinlich unten gejagt, ey. Spruce Bier. Ah, ein schönes Bierchen zwischen. X. Whisky C. Das wird wahrscheinlich irgend so ein, wirklich so ein Eau de Toilette oder so sein, dass die Tierchen uns ja nicht so gut lesen können. Riechen können. Minimap Size mit M. Okay, hoffen wir mal, dass das soweit alles klappen wird. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es noch nicht angetestet. Wir stürzen uns jetzt also wirklich direkt hinein. Jack, High Difficulty. Normal Difficulty. Ja, wir werden erstmal mit Joss an den Start gehen. Bevor wir High Difficulty machen, wollen wir erstmal sehen, was Sache ist, ne? Schwierigkeitsgrad normal. Joss exceeds buff in Close Combat and Rift Raps. Wunderbar. Also Joe beherrscht beides. Nahkampf und Fallen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Joe was a sickly child and almost died. Naja, wer es lesen möchte, da möchte ich mich jetzt nämlich gar nicht groß mehr aufhalten. Der soll es kurz auf Pause drücken und es sich durchlesen. Hier unten ist halt noch, was wäre es? Ja, 1800, oh Gott, jetzt war es jetzt 1800 irgendwas. Schreiben wir aber ein bisschen nach der Rebellion und hier ist jedenfalls wohl Earth Witch's Sister Josephine, ja. Er und sein Bruder und so weiter und so fort. Tschüss. Den nehmen wir jetzt erstmal und wollen mal schauen, was... Oh, Welt Profile. Wir nennen es Hello Kami. Oder nee, wir nennen es mal... Ja doch. Name of your new profile. Ja doch, passt schon.
Sonst hätte ich es jetzt Let's Play genannt, aber so geht's auch. So. Click on the green screen to load the day. Eieiei, wir müssen jetzt einen Monat überleben, oder wie? Ich bin echt gespannt. Ey, das juckt mich so, das Spiel. Ich hoffe, dass jetzt auch alles gut laufen wird. Ha, die Musik ist auch so wunderbar und toll gelungen. Ich muss euch schauen, ich werde es wahrscheinlich ein bisschen runterdrehen müssen. Weil man will ja Content-Treffer vermeiden, ne? Das kennt ihr ja schon. Da muss ich mal schauen. For some time now, many villagers in Wolfsvale, übrigens der Ort, der hier um die Ecke liegen soll, have noticed a lot of strange behavior coming from the wolves in the forest, acting more aggressive than usual. There are even rumors that they've been posed by the devil. Okay, also gut Deutsch in Kurzform. Die Einwohner von Wolfsvale haben in der letzten Zeit eben gemerkt, dass mit den Wölfen, die im Wald leben, sich etwas geändert hat. Sie sind aggressiver geworden und sie glauben halt, dass die Wölfe vom Teufel selbst angetrieben werden. Müsste so ungefähr sein, ja. Tipp. Und ja, das Spiel ist auf Englisch oder Französisch, da ich, obwohl ich da Vorfahren habe, in der Hinsicht noch ein Wort Französisch kann, ist Englisch dann doch das bessere Wahl. Chapter 1. Exile and Reunion. As I live and breathe, if it isn't my little sister, Josephine, what good wind blows you to the deepest, darkest forest to see your hermit brother? More like a storm, I'm afraid. The parish priest went crazy and jumped me like a demon when I was dusting the sacristy. I tried to fend him off with a candelabra, but a candle fell on the floor and the church caught fire. Ever since, the whole parish of Wolfsvale says it's my fault. That's just crazy. Doesn't make any sense at all. But hey, don't just stand there like you're holding up the doorpost. The thing is, you see, Jacques, I'm not alone. Don't worry. It wasn't my idea to come here, brother. Without Joseph to protect me, the villagers would have torn me to pieces in the village square. He can't live there anymore either. Please, Jacques, for the love of our mother, let bygones be bygones and let us both stay here with you. Did you hear that? Sounds like a wolverine's outside spooking our horses. Since you're going to be living off me, Josie, might as well make yourself useful and chase it away, will ya? Meanwhile, I'll heat up some tea for our sister. You best take good care of her. She's got a fever. Ja, die Brüder scheinen sich nicht ganz grün zu sein. Und jetzt bin ich wirklich gespannt. Ich hoffe, wir kriegen zumindest so eine kleine Einführung. Denn sonst wird das... Hui. Ah, WASD Walking. Wunderbar. Rotating Kamera mit der Maus. Wunderbar, können wir auch. So können wir laufen. Sehr schön. Och Gottchen, die armen Ponys. I'll be damned. The horses are dead. And your Wolverine looks a lot more like a wolf, Jackie boy. The pack must be close by. So. Kill the wolf. Wunderbar, wunderbar. Hier, du kleines Tierchen. Und bam! So, da haben wir sogar ein bisschen Kohle mit verdient. Und haben ihn erledigt. Ich mag das Spiel mag ich jetzt schon richtig. Das wird mir bestimmt richtig Spaß machen. Bridge to the village is burning. Looks like I'm gonna be staying with Jack longer than expected. Okay. Wer hat die wohl angesteckt? Combat. Your health is represented by the red bar at the bottom of the screen, while your stamina is represented by the green bar. You use stamina for each attack you make. If you run out of stamina, then your attacks are slow and weak. You accumulate rage for each attack you land on an enemy. The fire on the HUD and on your axe indicates that you have some rage built up. Right-click
to unleash all your rage. Ah. To evade enemy attacks, you can press the space bar to perform a dodge roll. Ich nehme mal an, dass es hier gleich etwas lustiger wird mit ein paar Wölfe mehr. So, Tierchen, aua! Hui! Aua, aua, jetzt... Ach ja, wir sind langsamer, weil wir... Hui, da muss man echt drauf achten. Ah, komm. Da muss ich mich wirklich erst so dran gewöhnen. Es ist also ein Rollenspiel und Tower Defense gemischt. Und wie gesagt, man, es macht wirklich Spaß jetzt von dem ersten Moment an. Ich bin da wirklich gespannt. Was bist du denn für ein komischer Kauz? May St. Anne have mercy on me. For the love of God, please help me. Na, dann wollen wir ihm mal helfen. The rifle. Ah! To reload your rifle, hold down the control key. To reload faster, click the right mouse button repeatedly. This icon appears when your rifle is loaded. Your crosshair will be red if you have no target, or if your target is out of range. Okay. It will be yellow if you're auto-locked onto an enemy. If you aim carefully for the head, the crosshair will turn green, and you can make a headshot, causing maximum damage. Left click to fire. Auf jeden Fall auch das Tutorial ist sehr schön erklärt. The amount of ammo you have remaining is shown at the bottom left of the screen. So. Ah ja, okay, wir müssen das mal runterhalten. Laden hier fröhlich durch. Ja, das sind die alten Vorderlader. Da ist nichts mit Repetier und Rabums. Nein, das geht noch etwas schmusiger. Upsala. So. So. Und Rebems. So, wir laden am besten gleich mal nach. Das können wir bestimmt auch gut gebrauchen, wenn die nächsten da kommen. Huch, das ist das Video. The good Lord has sent you. Without ja. Your help, I would have been devoured like a rabbit. Hard to miss you, Miller. I think they heard you all the way in Quebec City. Be careful. There's a pack of rabid wolves around here. How many? Dozens, hundreds maybe. They even blocked the road to my mill in the east. Go see by yourself if you want. As for me, I'm gonna run and hole up at the W. Hood Company. Sehr schön. Wie gesagt, nachladen möchte ich doch ganz gerne. Ah, jetzt können wir auch sprinten. Wie? So. Hallo meine Kleinen, wo seid ihr? Wo seid ihr denn, meine plüschigen Freunde? Da seid ihr ja. Oh, ich bin schon wieder außer Atem. Fear Factor. Cool. When you're in combat, the Fear Factor meter appears at the bottom of the screen. This meter represents the time you have before your enemy's next attack. The more your enemies fear you, the greater the distance between both icons and the more time you have before the next attack. However, enemies aren't as afraid of you with each passing second, in which case, the icons start to get closer. When your enemy's fear factor is equal to yours, the icons touch and your enemies attack. If you're running low on stamina, it's better to keep your distance and let it recharge. Be careful though, even if you have a higher fear factor. Enemies will still attack you if you're too close. Ah, sehr interessant. So, meine guten Freunde. So. Ne?
aber von wegen und! Hui, der Rolle soll's machen! So, dann wollen wir mal schauen. So, mein kleines Wölfchen, komm her, du! Aua! Hat er mich von hinten angefallen? So, nachladen. Oh, da steht... Ach ja, den haben wir mit einem Heady gekillt. So, weiter geht's. So, dann sind wir wieder ein bisschen außer Atem. Pack management. When you attack multiple enemies at the same time, your chances for survival drop. So it's important to know how to intimidate your enemies to space out their attacks. There are two ways to intimidate your enemies. First, every time an enemy takes damage, its fear factor decreases. Ah. Second, the icon at the bottom of the screen is one of your special abilities, the intimidating shout. Press the Q key to shout and intimidate your enemies. Don't forget, the distance between the two icons is how long you have before the next attack. Take this time to reload your gun and let your stamina recharge. Lastly, the paw symbol over an enemy's head means it's next to attack. Always pay attention to them. Okay. Gut zu wissen, da sind sie auch schon, meine kleinen Freunde. Ah, attack me, Gull, darn it. So. Ja, meine kleinen Freunde, da habt ihr jetzt ein bisschen doof geguckt, hä? So. Na, wartet. Hui, lalalala. So, na, komm. Nee. So nicht, mein Freund. So, mal schauen, ob wir noch genug Zeit haben. Und bam! Ah, wir werden doch schon ein bisschen besser. Und die Waffe ist auch geladen. Huch! That's my brother. I turned my back for 2 seconds and he's in hot water. I better get back to the cabin as quick as I can. Ah, das ist schön. Das ist echt schön. So. Right off the screen, you find the status icon of your buildings. Alles klar. Ah, Canadian Whiskey! Erstmal schön Whisky rein, um sich zu heilen, jawohl. Und jetzt sollen wir das Häuschen verteidigen. Na, kleines Hundi? Ja, Jalo mit mehreren angreifen, oder was? So, jawohl, komm her, du. Komm her, Wölfchen. Und... Ja, schon fast schade, dass man seinen gewählten Namensgebern einen auf die Mütze hauen muss. Come and get me, you mangy mom. Na, du willst doch nicht. Aber ich will. Hurbala, so. Bam. Noch jemand?
Errungenschaft! Jawohl!